Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. So, ich bin gerade aufgewacht, es ist jetzt circa 15 Uhr und ich bin so saumüde. Ich habe gestern Until Dawn zu Ende gezockt, noch ein paar Stunden lang bis um 4 Uhr morgens. Es lässt sich halt nicht mehr los und... Alter, geile Spiel, Freunde. Wenn ihr eine PlayStation 4 habt, kaufen. Empfehlung. Spiel. Das Spiel will nicht weitergehen. Wir haben aber noch einen Sound und oh. Da wurde auf jeden Fall was eingesammelt. Wir haben jetzt Tag 1 der nächsten Woche. Ja. Ich wusste es doch. Wir müssen Nahrung sammeln. Draußen stehen ein paar Leute. Unser Lager ist voll. Wir müssen Unfälle circa 20 noch aufhalten. Währenddessen sammeln wir Nahrung und schicken 11 Bewohner ins Ödland. Das ist doch recht easy heute hinzukriegen, unsere Aufgaben, ne? Damit kann man ja eigentlich leben. Gut. Ich weiß doch. Wieso müssen wir mich jedes Mal daran erinnern? Das ist doch... Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie viel Geld wir bekommen durch das ganze Einsammeln der Level-Ups sozusagen. Wir haben jetzt 21.886. So. Schauen wir mal. Ja, ein paar Kröten haben wir bekommen, ne? Jetzt nicht wirklich viel, aber immerhin. Gut, wie sieht unsere Vault denn derzeit aus? Uns fehlen noch überall ein paar Gebäude. Strom haben wir eigentlich im Griff, ne? Müssen wir gucken, wie es aussieht, wenn wir die Gebäude voll haben. Tja, das gefällt mir eigentlich, dass hier quasi, dass hier ein Platz frei ist, gefällt mir. Ist echt nicht schlecht. Kann ich mit leben. Dann würde ich sagen, beleben wir erstmal unsere Jungs wieder, ne? Oder gucken mal, ob die überhaupt noch da sind. Alter, ihr Pride ist ja... Wo ist der? Der befindet sich hier irgendwo, ne? Wo bist du, mein Freund? Gut, er ist mit E auf jeden Fall fertig. Wir schicken ihn einfach jetzt mal raus, ne? Und dann kann er da ein bisschen Spaß haben. Wir müssen sowieso heute 11 Stück losschicken. Das ist schon recht viel, ich gebe es zu. Aber ich meine, das war sowieso von Anfang an unser Plan. Hier laufen noch viel zu viele Leute rum. Wir holen den erstmal hier rein. Lassen den aber noch da ein bisschen rumstehen. Ich möchte gerne erstmal die Leute zuweisen, die hier überall rumlaufen. Und dafür muss ich mir was überlegen. Wo brauchen wir dann noch unbedingt Leute? Bei der Wasseraufbereitung. Wer steht da eigentlich alles rum? Ist es Bitch Please? Doris? Aha. Das sind wirklich alles Pähler, ne? Das sind alles Pähler, okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch einen Raum voller Pähler. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ach, hier haben wir den A-Raum, ne? Der muss noch belegt werden. Luis, stimmt, Ala brauchen wir viel mehr, weil wir noch Gärten haben. Das war das Problem. Und das ist eher jämmerlich, dass wir da so ein paar Leute nur haben. Aber gut, wir haben heute viel zu tun. Komm, wir kümmern uns erstmal um darum. Wir haben ja noch ein paar Stimpacks übrig. Deswegen schicken wir mal Randy raus. Der ist sowieso erst Level 20. Und mit den Werten, die er jetzt hat, da kommt bestimmt ein bisschen rum. So, jetzt haben wir keine mehr. Das heißt, wir kümmern uns erstmal darum, versuchen, mal ein paar Unfälle zu bauen, oder was sagt ihr? Wir könnten auch bei der Nahrungssammlung Unfälle bauen, ne? Ich glaube, das ist doch um einiges sicherer, als unsere Wissenschaft da umzubringen. Deswegen machen wir das einfach mal und hoffen, dass wir da ein paar Unfälle hinkriegen. Und das ist schon mal nicht schlecht. Nahrung ist immer gut. Eine Minute brauchen die. Nicht schlecht. Zwei Bewohner haben wir schon losgeschickt, sehr schön. Wir brauchen noch 1000 Nahrung. Ich meine, 1000 Nahrung kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. So ist es ja nicht. Wir haben immerhin 4 verschiedene Nahrungsmittel, die wir einsammeln können. Immerhin Nuka-Cola haben wir, die 2 Gärten und hier unten, na gut, das wird ewig dauern. Gib's zu.
Naja, ein paar Sekunden noch. Komm, ich will jetzt hier mal einen Unfall haben. So schön und gut, dass wir immer erfolgreicher sind, ne? Aber wir bekommen nie Fehlschläge, wenn wir irgendwie Unfälle brauchen. Feuer ist schon mal sehr gut. Feuer geht nämlich sehr schnell und ist nicht so aggressiv. Währenddessen holen wir mal die Jungs ein bisschen raus. Kakashi! Stimmt, wir wollten die Jungs wiederbeleben, die tot sind, ne? Irgendwas hat mich gerade aufgehalten oder abgelenkt. Komisch. Wer bist du? Verstehe nicht, was... Was läufst du hier rum? Weißt du was? Trainier Charisma, das passt schon. So, du mein Freund, wir schicken dich gleich mal irgendwo hin, wo du auf jeden Fall ein bisschen chillen kannst. Am besten hier E, da haben wir gerade jemanden rausgeholt. Wie sieht es bei E aus bei dir? Ah, Kakashi Zero ist fertig mit E, okay. Dann trainier ein bisschen Glück, das passt schon. So, dann nehmen wir nämlich den hier, packen ihn da hoch. Ich hasse die. Ach Mann, ist doch noch gar nicht alles fertig. Ihr dürft doch gar nicht kommen. Naja, sind alle geheilt? Die krachen da durch wie nichts Gutes, ey. Jason, dem geht's gut, dem geht's gut. Ja, dem einigermaßen, ne? Gut, kriegen wir hin. Was hast du für eine Rüstung? Also, Lord, du hast eigentlich eine recht gute Rüstung, ne? Versuchen wir die Leute erstmal am Leben zu halten. Sehr schön, eine Todeskralle ist schon tot. Scream heilen wir nochmal ein bisschen. Das wird. Er macht sie zwar nicht alleine fertig, aber er schwächt sie schon mal ein bisschen. Jetzt laufen sie nämlich zurück und kriegen da aufs Maul. Ach, deswegen haben die Todeskrallen gestern überlebt, weil unser Mr. Handy ja gestorben ist. Ich glaube, der macht keinen Damage, wenn er stirbt, oder? Ich meine, es ist eine Explosion, klar, aber... Ich glaube, da kam kein Damage durch. Ich glaube, ich weiß, was ich mit denen mache, die hier rumlaufen. Ich glaube, ich weiß es. Nee, trotzdem überlebt. Und dann zieht er denen allen eine Hälfte, die Hälfte von dem Leben ab. Unfassbar. Unfassbar. Gut, warten wir, gucken wir erstmal, wer alles noch rumläuft. Ah, das ist klar, der läuft erst seit kurzem. Der ist zu Hause. Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Axon, komm bitte zurück. Wie lange hast du überlebt? Ein Tag und 18 Stunden. Oh, gut. Kann man machen, auch wenn du mir nichts mitgebracht hast, was ich echt schade finde. Ach, der Mr. Handy läuft jetzt seit knapp 2 Tagen und hat 2000 Kronkorken. Mit 5000 Kronkorken würde er automatisch zurücklaufen. Aber einem geschenkten Gaul, Freunde, den schaut man ja nicht ins Maul, ne? Ein Tag, 22 Stunden. Mattoking, komm zurück. Du bist 50. Es wird Zeit. Tobias, mein Freund. Bei dir freue ich mich doch schon so sehr. Weil du eine schöne Waffe mitbringst. Auch wenn es die einzige Waffe ist. Ich meine, die andere hat er ja schon gehabt. Naja. Eine Todeskralle der Enklave. Heilige Scheiße. Spomi! Seit einem Tag und 10 Minuten. Hat noch 16 Stimpacks, das ist schon mal nicht schlecht. Na gut, dann laufen wir weiter. Der WLP, warte, Spomi ist... Ich glaube, Spomi schafft es auch noch auf Level 50, ne? Wenn er es auch noch auf Level 50 schafft, wäre das natürlich genial. Und ich weiß, meine Kamera wackelt ab und zu mal, das ist, wenn ich meine Beine bewege. Wenn meine Beine quasi an dem Tisch sind, wo auch mein Bildschirm ist. Naja. Gut, der ist klar. Sonst kann der mehr gestorben. Ach, Spirit ist gestorben, ne? Nummerherz läuft noch mit 18 Stimpacks. Hat noch schicke Sachen für sich gefunden. Nur zieht sie nicht an. Kevin Tyrone. Läuft genauso lange wie Nummerherz, hat aber tatsächlich 5 Stimpacks mehr. Das liegt daran, dass er noch nicht Level 50 ist. Jedes Mal, wenn er ein Level aufsteigt, dann bekommt er sein Leben wieder. Und dadurch kann er auch länger laufen und verbraucht nicht so viele Stimpacks. Das heißt, quasi ist es am besten, wenn man einen Level 1er nimmt, ihn komplett hochbaut auf maximale Stats, ihm die besten Sachen gibt und ins Ödland schickt. Dann ist er bestimmt, ich würde sagen, 6 Tage unterwegs.
und holt den letzten Scheiß zusammen. Aber deswegen haben wir auch unsere Allrounder, die wir auch gleich mal begutachten werden. Gucken, ob die soweit fertig sind. Wer weiß. Ja, gut, da sind wir auf jeden Fall durch. Wie sieht es mit unseren Allroundern aus? Nein, ihr seid sie nicht. Ihr seid die Allrounder, ne? Da. Kevin Kronauer. Mein Freund, du bist fertig. Du hast eigentlich so ein Kostüm an. Moment. Kevin Kronauer, wir haben ihn einmal rausgeschickt, damit er seine eigenen Sachen finden kann. Und er hat tatsächlich dieses Mittelalterkostüm gefunden. Ich verstehe. Wieso er hier bei den Allroundern steckt, weiß ich nicht. Vielleicht war er vorher Pela. Das kann natürlich sein. Sonst noch irgendwer fertig? Lara. Aber ich glaube, das war geplant, dass die P machen, ne? Wobei P. P ist doch P wie Pipi, ne? Ja, wie Wasser. Er ist natürlich nicht geplant. Ich würde sagen. Charibasa, Lina Sophie. John Connor. John Connor, ich mache dich hiermit zu einem Ödländer. Du hast nämlich eigentlich gute Waffen am Start. Denn Peter brauchen wir sowieso nicht mehr. Die können jetzt zu Ödländern werden. Das passt schon. Wir haben ja sowieso noch genug Platz hier überall, ne? Und wer bist du? Lord Zero. Weißt du was? Du bist auch Peter. Du wirst auch zum Ödländer. Heute kommen die ganzen großen Beförderungen. Zack. Dann trainier auch mal. Das passt schon. Ja, wir kommen voran. Wer bist du? Hank, mein Freund. Wieso so schlecht gelaunt? Kannst Charisma trainieren, das passt schon. So, nichtsdestotrotz müssen wir die Leute noch rausschicken, ne? John Pratt. Uniform des Überlebenskünstlers. Ist das der Neue, der dazu gekommen ist? Ich glaube schon, ne? Blainer. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen werde. Höchstwahrscheinlich. Ich überleg's mir noch. Vielleicht wirst du Ödländer, vielleicht nicht. Je nachdem, vielleicht kannst du dich auch mal melden und dann sagst du Bescheid, was du gerne machen möchtest. Coke Zero. Die ist ja eigentlich nur noch dazu da, um im Garten zu arbeiten, ne? Im Garten sollte sie arbeiten. Aber bis dahin dauert das noch. Willst du am P trainieren? Am A trainieren? Natürlich, A, das war A, okay. So, wie viel A hast du denn schon? Ja, aber gut, du bist weit vorangeschritten, ne? Mann, ich habe hier so viel zu tun. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Raphael. Weißt du was? Wie sieht's mit unserer... Wo ist die Schule? Wo ist die Schule? Ist das die Schule? Ja, Klassenzimmer. Da haben wir ja schon ein paar Leute reingesteckt, ne? Speckles zum Beispiel. Speckles, mein Freund. Dann wirst du jetzt mal zum Ödländer. Du hast nämlich auch eine gute Ausrüstung. Lord Geminator. Nie. Genau, die können alle ruhig Intelligenzbestien werden. Du gehst mal. Wollen wir noch Platz? Geh mal zu Charisma, das passt schon. Dann bist du irgendwo. Dann brauche ich jetzt noch einmal einen neuen. Da haben wir Papamachi. Papamachi, du wirst nämlich eine Intelligenzbestie. So. Speckles 3. Natürlich in dem Raum. Kann mir egal sein. So, Speckles. Ist hier noch Platz für dich? Ich glaube schon, ne? Ja, ist noch Platz. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Was mache ich denn? Ich bin verwirrt. Da wollte ich hin. Wollte gucken, was unsere neue Aufgabe ist. Rüste 16 Bewohner mit einer Waffe aus. Ja, gut, das kann man machen. Ich meine, die haben sowieso alle keine Waffe, ne? Ich glaube, uns gehen so langsam die guten Waffen aus, ne? Also langsam, aber sicher.
Aber gut, haben wir jetzt wenigstens einen Grund, jedem mal eine bessere Waffe zu geben. Ah, jetzt bleibt da unten gefälligst. Mann. So, Kapuzenritter, du kriegst natürlich auch eine Waffe. So, noch irgendjemand hier ohne Fahrschein? Mein Sohn. Nimm das. Hier geben wir auch mal eine bessere Waffe, wobei wir haben da unten ja noch diesen anderen Raum mit den kranken Typen, ne? Ja. Gebe ich euch die nächsten Waffen. Ja, das war's. Wir haben alle unsere guten Waffen eigentlich vergeben. Was irgendwo schade ist. Die meisten haben hier immer noch ihre rostige Laserpistole, die wir ihnen damals gegeben haben. Ich meine, da sind wir jetzt schon längst draußen. Das ist quasi Babyzeitalter für unsere Vault. Aber naja. So, unser Lager ist ja sowieso überfüllt, ne? Wobei, wir haben noch ein paar Waffen abzugeben. Du nicht? Die meisten haben echt schon eine gute Waffe. Was ich irgendwie mit dem Kreuz, was ich gerade eben gesagt habe. Habe ich denen alle echt schon Waffen gegeben? Sniper. Du hast doch eine Scheißwaffe. Okay, das ist die letzte Waffe, die über 7 ist. Jetzt machen wir es einfach nur so just for fun. Hat meine Tochter eine Waffe? Meine Tochter hat eine Waffe. Ach ja, Farmers Tochter, weil sie meine Tochter ist. Stimmt. So, pass auf, dann nimmst du einfach irgendeine Waffe, das passt schon. Ich meine, wir haben genug Leute, die hier rumlaufen, ne? Du hast auch wahrscheinlich noch gar nichts. Hier, nimm. Und das war's. Ha! Erhöhe Intelligenz von 15 Bewohnern. Wir haben hier 5 drinnen, ne? 3 Stunden, das heißt, wenn ich in 4 Stunden nochmal aufnehme. Dann habe ich da auf jeden Fall nochmal 6 Intus, ne? Aber ich muss dafür jemanden erstmal noch reinschicken. Du, mein Freund. Weißt du was? Du kannst nämlich Ödländer werden. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, hier ist überall sonst voll, ne? Drei. Ah, gut, geh mal dahin. Wer bist du? Raphael, mein Freund. Raphael, du wolltest ja Intelligenzbestie werden, habe ich gehört. So. Jetzt kriegen wir 6 pro Tag. Das heißt, wir brauchen 3 Tage oder wir machen noch einen Intelligenzraum. Was ich aber ungern machen möchte. Zu viel Intelligenz ist auch nicht so gut. Na gut, 3 Tage, damit kann ich leben. Gibt eine Lunchbox, Freunde. Gratis. Unfälle? Ich krieg das mit den Unfällen gar nicht hin, ey. Ich hab zu viel zu tun. Zeit ist auch schon fast um. Snoxy Doxy. So. Hau mal ab. Bring mir irgendetwas Schönes mit. Haben wir 2-mal Raphael drin, ne? Wir haben 2-mal Raphael drin, das geht gar nicht. So, dann ist der auf jeden Fall frei. War wahrscheinlich ein Fehler von mir oder so, wer weiß. Oder es gibt 2 Raphaels, kann natürlich auch sein. Aber dennoch wäre das zu verwirrend, wenn es 2 Raphaels gibt. So, 10. Wir müssen immer noch... Was? Oh, ich habe mich verkleckt. Wir müssen immer noch so viele Leute ins Ödland schicken. Das heißt, wir machen gleich auf jeden Fall noch ein paar Tempomodus bei den Ärzten unten. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Unfall noch zusammen, das wäre cool. So. Schauen wir mal, hoffen wir mal. Bin ja gespannt. Oh. Kann ich schaden? Kann ich schaden? Ist doch genau das, was ich wollte. Und es sind nur Kakerlaken. Kakerlaken mache ich fertig. Die ziehen wir ab. Und solange wir auf die Kakerlaken warten, heißt es Sachen verkaufen. Okay, das ging schnell. Machen wir den nächsten Unfall. Komm. Sehr schön, Sachen verkauft, komm. Ja, alles kein Schaden, ne?
gibt ein bisschen Kronkorken, wieso nicht? Wir haben 25... Achso, ihr sah so ein bisschen aus, als hättet ihr schon Probleme. Könnten eigentlich schon wieder irgendwas ausbilden, ne? Wie sieht's mit den Kraftwerken aus? Die brauchen, glaube ich, nur 18.000, ne? Könnten natürlich auch hier oben die Dinger verbessern. Das ging hier theoretisch auch. Pass auf, 18.000. Bam! Mehr Strom. Eventuell brauchen wir sogar nur diese zwei Stromparteien. Mehr brauchen wir eventuell nicht. Faszinierend. Und da stehen immer noch vier von unseren Jungs rum. Hatte ich echt zwei davon? Oh, okay. Es gibt noch sehr viele Jungs von meiner Generation. Die muss ich eigentlich alle noch benennen. Aber ich habe einfach zu viel zu tun. Oder beziehungsweise ich habe nicht ausgeschlafen, konnte mich gar nicht vorbereiten. Wir machen das schon. Wir machen das noch die Tage, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein paar Leute einladen. Das wird schon. Jetzt schicken wir erstmal Gordon Freeman raus. So. Irgendwas wollte ich gerade tun. Genau. Wir haben jetzt 18.000 investiert, um das Elektrizitätswerk zu erweitern. Jetzt gehen wir mal in die Schule. Wir gucken mal. 3 Stunden 45, ne? Wenn wir das Ganze upgraden, wie lange brauchen die dann? Das ist hier doch die Frage. Was war das vorher? 3,45? 10 Minuten gespart? Ah, gut. Komm, wir schicken mal noch ein paar Leute rein. Ich weiß nicht, ob es für 10 Minuten sich lohnt, 12.000 Kronkorken auszugeben. Naja, gut, das ist jetzt auf eine kurze Strecke gesehen, ne? Das sind ja jetzt nur ein paar Stunden. Aber sagen wir mal, später beim letzten Mal, also beim letzten Level für Intelligenz oder so, brauchen die ja echt ewig. Irgendwie, weiß ich nicht, 75 Stunden oder was weiß ich, irgendwie so ein Dreh. Und ich glaube, da kann man doch eine riesen Zeitersparnis rausholen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Nuka-Cola-Werke, wo unsere Jungs arbeiten können. Ich meine, wir brauchen eigentlich keine Nahrung, kein Wasser, aber allerdings brauchen wir Orte, wo wir die Leute lagern können. Ihr habt recht, theoretisch wäre es auf jeden Fall klüger, Trainingsräume zu bauen, wo die Leute gelagert werden. Aber ich möchte doch meine Vault ein bisschen schöner haben. Wäre schon cool, wenn es auch da ein bisschen schöner drin ist. 0 bis 4, ey. Ich kotze gleich. Was bringst du mir da, Christian Marschner? Das ist nicht so nett. Du musst mir richtig gute Sachen bringen. Weißt du? Anstatt mir gute Sachen zu bringen, bringt er mir 1 Milliarde Sachen. So. Dann kommen wir hier hin, testen wir das mal Ganze. Wir haben jetzt 3 Stunden und 33 Minuten. Vielleicht merke ich mir diesmal die Zeit. Ja, wir haben jetzt insgesamt 20 Minuten quasi gespart. Ich denke mal, die haben bei knapp 4 Stunden angefangen. Ah. Dafür, dass sie noch recht weit unten sind, ich denke mal, später ist die Ersparnis noch um einiges größer. Wieso? Ist euer Strom aus? So kann man doch nicht lernen, Freunde. Man braucht Strom zum Lernen. Okay, hier machen wir das nicht mehr. Die brauchen jetzt noch ein paar Sekunden. So, ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Ötern rausschicken. Wie viele brauchen wir noch insgesamt? Das ist immer die linke Seite. Die linke Seite hat immer so seine Probleme. Ich meine, das kann man ausnutzen, klar. Jetzt gerade, wo wir das sowieso brauchen, ist das ja gar kein Ding. So, wir müssen noch ganze 6 Leute ins Ödland schicken. Das ist ein bisschen knapp. Aber das mit, wir kommen mit den Unfällen voran. Wir kommen mit den Unfällen voran. Das heißt, eventuell haben wir übermorgen direkt eine Lunchbox und in 3 Tagen die nächste Lunchbox. So seid ihr jetzt langsam mal durch.
Dann darfst du eigentlich gleich jetzt nächstes Mal raus. Du hast ja gute Sachen. Kannst ein paar Level-Ups machen, das passt schon. So. Und da ich heute nochmal aufnehmen werde, werden wir heute, also für euch heute Schluss machen. Ich nehme nachher nochmal kurz auf. Wir schicken Ibrahim kurz rein, dass er wenigstens noch seine Ausdauer verbessern kann. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Nein. Oh, jetzt. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Und dann können wir bald schon unsere Spartans begrüßen. In einigen Tagen sind sie komplett. Und dann kann jeder hier stehen und trainieren. Der Einzige, der bisher Max-Stufe hat, ist... ne? Der Opa Nightwolf. Maximal verbessert haben wir schon. Gut, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns auch schon morgen wieder zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ist euch übrigens aufgefallen, dass wir nur einen einzigen Todeskrallen angefahren? Sie bekommen Angst.